Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich gebe dir heute Einblicke in den Teilchenbeschleuniger Bessie in Berlin. Dazu nehme ich dich einfach ein bisschen mit durch meinen Tag, zeige dir, wie bei uns die Labore aussehen, wie mein Büro aussieht und wie denn so ein Experiment bei uns gemacht wird. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Und dafür nehmen wir eine kleine Fahrt durch Berlin auf uns, denn der Elektronenspeicherring Bessie befindet sich in Berlin-Adlershof. Im Südosten von Berlin und da sind wir auch schon, hier am Helmholtz-Zentrum Berlin am Elektronenspeicherring Bessie. Und dann gehen wir doch gleich mal rein ins Labor und hier sehen wir unsere Experimentierhalle von oben. Und das ist wahrscheinlich eine ganz schöne Reizüberflutung, deswegen ganz kurze Erklärung, was denn das Bessie ist. Bessie steht für Berliner Elektronenspeicherring für Synchrotronstrahlung. Und mit ganz einfachen Worten ausgedrückt, wird hier mit Strahlung Materialanalyse betrieben. Dabei wollen wir uns ganz kurz anschauen, wie denn so ein Elektronenspeicherring und Synchrotronstrahlung aufgebaut ist. Also das Herzstück ist das Synchrotron. Dort werden Elektronen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Hier in dem roten Viereck dargestellt. Diese gelangen dann in den Elektronenspeicherring, der etwas größere Ring, hier dargestellt. Und die Elektronen geben dann Strahlung ab. Das ist die Synchrotronstrahlung. Und diese geht tangential ab und mit der Strahlung können die Untersuchungen stattfinden. Wir sehen also hier diese Strahlrohre. Und das ist genau das, was wir in unserer Experimentierhalle hier von oben sehen. Das sind praktisch die Strahlrohre, die tangential von dem Elektronenspeicherring abgehen und wo die ganzen Experimente aufgebaut sind und durchgeführt werden. Ja, wir haben also ein kreisförmiges Gebäude und hier sehen wir zum Beispiel einen Roller stehen, denn wenn man jetzt nicht unbedingt sein Experiment in der Nähe des Eingangs hat, dann braucht es eine Weile, bis man an seinem Strahlrohr ist und da kann man dann mit dem Roller hinfahren. Ja, es können ganz unterschiedliche Arten von Proben untersucht werden. Es kann zum Beispiel, ja, wie in meiner Doktorarbeit, die Zusammensetzung einer Batteriezelle beim Alterungsprozess untersucht werden. Ich verlinke euch dazu mal mein Video, was ich gemacht habe, in der Infobox. Es können aber auch zum Beispiel Proteine untersucht werden, insbesondere zum Beispiel von einem mittlerweile sehr bekannten Virus, was uns aktuell alle sehr beschäftigt. Es können aber auch Gitterabstände von Proben untersucht werden. Die Größe von Nanopartikeln, Krebszellen und so weiter und so fort. Hier sehen wir unseren Flucht- und Rettungsplan. Das ist ganz lustig. Hier sieht man unser ringförmiges Gebäude. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt in mein Labor zu dem Strahlrohr, wo ich Experimente mache. Und da habe ich auch die Proben, die wir heute untersuchen wollen. Und wir müssen alle ein Dosimeter tragen, da wir hier Strahlenschutzbereiche haben. Und das hole ich mir jetzt hier aus meinem Fach. Und dann geht es auch los direkt zu unserem Strahlrohr. Wir sehen hier unser Labor von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und wir sehen links zwei Strahlrohre. Hallo, liebe Kollegen. Und wenn wir mal hier etwas näher rangehen, dann erkennen wir hier, wie verschiedene Strahlrohre aus der Wand kommen. Und an den Strahlrohren befinden sich viele optische Elemente. Die dienen zum Beispiel dazu, dass der Strahl fokussiert wird, in die richtige Richtung bewegt wird und man kann damit auch die Energie der Strahlung, also der Photonen, einstellen. Die Experimente selbst werden dann immer am Ende des Strahlrohrs gemacht, in einer Messkammer. Hier sehen wir zum Beispiel eine Messkammer und dann gehen wir mal zu der Messkammer, wo wir heute das Experiment durchführen wollen. Hier sehen wir sie schon im Hintergrund. Da ist die Messkammer, die wir gleich benutzen. Zuerst bauen wir die Proben auf einen Probenhalter, der dann in der Messkammer montiert werden kann. Und das nehme ich jetzt hier vor. Hier habe ich den Probenhalter und dort werde ich jetzt die zwei Proben aufbauen. Wir haben heute zwei Proben und zwar sind das Wafer mit Aerosolen drauf, die Chrom enthalten. Und dort werden wir dann praktisch untersuchen, wie viel Chrom sich in den Aerosolpartikeln befinden.
Und das ist wichtig, da es zum Beispiel vorgesetzte Grenzwerte für Chrom in Aerosolpartikel gibt. Und eigentlich wollte ich die Proben aufschrauben, das ging dann aber doch nicht so gut, da der Wafer ziemlich dick war. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, die Proben aufzukleben. Die Messkammern bei uns, die sind alle in Ultrahochvakuumbereich, das heißt, dort wird die Luft herausgepumpt und deshalb muss auch alles sehr sauber bei uns sein. Der Grund ist, dass die Strahlung, die wir benutzen, sehr geringe Energien hat und sie würde schon abgeschwächt werden, allein durch die Moleküle in der Luft. Deswegen müssen wir Ultrahochvakuum haben und die Luft heraufpumpen. Hier sehen wir jetzt den Probenhalter mit den beiden aufgeklebten Proben. Ja, und den können wir jetzt in unsere Messkammer einbringen. Hier sehen wir unsere Messkammer und hier bin ich auch schon mit den Proben. Und zwar haben wir jetzt hier diesen vorderen Bereich, wo ich die Probe einbringe. Das ist eine Schleuse und diese Schleuse wird jetzt besonders abgepumpt, sodass wir Vakuum haben und zwischen der großen Messkammer und der Schleuse befindet sich ein Ventil. Das heißt, in der Messkammer ist schon Vakuum und jetzt verschließe ich hier die Schleuse und dann wird sie abgepumpt, sodass wir dort auch Vakuum haben. Ja, das Vakuum wurde jetzt erreicht und jetzt kann das Ventil zwischen der großen Kammer und der Schleuse geöffnet werden und mit dieser Stange jetzt hier, mit der Transferstange, kann ich jetzt die Proben in die Messkammer bringen und sie dort befestigen. Und dann wird auch die Transferstange wieder zurückgezogen, nachdem die Proben befestigt worden sind. So, und dann können wir auch schon an den Messplatz gehen, denn der Rest passiert jetzt eigentlich alles am Rechner. Was wir jetzt machen, ist, dass wir die Proben, die in der Messkammer sind, in die richtige Position bringen, damit die Strahlung auch wirklich dort auf die Probe trifft, wo wir sie brauchen und damit wir sie gut untersuchen können. Dabei können wir ganz verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel die Energie der Photonen, also die Energie der Strahlung. Das wird abgestimmt darauf, welche Elemente in der Probe wir untersuchen wollen. Wir hatten ja jetzt hier Aerosolpartikel mit Chrom. Das heißt also, ich stelle die Energie auf etwas über 7 Kiloelektronenvolt, damit wir die K-Absorptionskante von Chrom anregen und somit die charakteristische Röntgenstrahlung, also die K-Alpha- und K-Beta-Linie von Chrom untersuchen können. Ja, wie ihr seht, dokumentieren wir auch alles. Was ich dort aufschreibe, sind praktisch die Messungen, die ich eingestellt habe in unserem Messprogramm, damit wir das dann auch alles nachvollziehen können. Und die Arbeit findet eigentlich immer im Labor mindestens mit zwei Personen statt. Ja, dann überlegen wir uns, welche Messungen wir einstellen wollen, nachdem wir die Energie und die Probe justiert haben. Hier wird jetzt nochmal in die Kammer geschaut, ob alles gut aussieht bei der Justage. Und dann überlegen wir uns, was wir messen wollen. Wir haben jetzt praktisch einen Rasterscan gemacht. Das heißt, wir haben an unterschiedlichen Stellen die Probe vermessen. Ja, und dann würde ich euch einfach noch mal kurz einen Einblick ins Büro bei uns geben. Die Messung wurde jetzt gestartet und wir gehen jetzt eine Etage höher. Mal in mein Büro vorbei. Ja, ein epischer Spruch an der Tür. Ich bin in einem Viererbüro mit zwei anderen Doktoranden. Ein Tisch ist derzeit noch frei bei uns. Und hier sehen wir natürlich unser obligatorisches Whiteboard und auch noch das obligatorische Periodensystem der Elemente und ganz viel leere Flaschen Clubmate. Ja, und dann beginnt auch die Laptop-Arbeit, E-Mails beantworten und wissenschaftliche Arbeit, wie zum Beispiel die Messungen anschauen, Messungen auswerten und Paper schreiben. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie es bei uns am BESSI aussieht, wie das im Labor abläuft, wie so ein Experiment im Groben abläuft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich immer über einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.